Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Bei Dark Souls 2. 3. Dark Souls. Wieso sag ich denn Dark Souls 2? Ist ja weder Dark Souls 3 noch 2. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich Bloodborne. Fuck ja. Dafür brennst du jetzt. Ja, die brennt, Junge, in der Hölle. Guck mal, wie die dance. Und bam, Junge. Mäßigungsblut-Edelstein. Oh, frech. Ja, aber hat uns kein Leben abgezogen. Passt. Also, wir haben jetzt noch den Weg vor uns, wo wir ein bisschen mädchenhaft waren und gesagt haben, gehen wir besser zurück. Weil uns das sehr nach Bossraum aussah, beziehungsweise vielleicht auch nach Jägerraum. Wie du schon sagtest, Jäger sind teilweise schlimmer als Bosse. Ja. Ich glaube, ich renn durch, ehrlich gesagt. Okay, fuck this shit. Ich glaube, durchrennen ist richtig scheiße. Ja, der hat ja halt mit seiner Schulter erst einen mitgegeben, wa? Ja. Oder ich bin im Durchrennen richtig scheiße. Nimm mal die Waffe einhändig. Ja, dann wird das Symbol auch nicht angezeigt. Das ist immer nur, wenn wir voll sind. Das ist total abgefahren. Hallo, Freunde. Alter! Man kann die voll zurückstoßen, wenn man gegen die rollt. So, hoffentlich ist da wirklich ein Boss drin, weil sonst rennen die uns alle hinterher. Nö. Ist gar nichts dran. Ja, aber da oben ist. Also du kannst da hochgehen. Und da. Ist die Hexe von Hemwig! Bist du die Hexe? Okay, nein. Du bist nicht die Hexe. Haben die nicht was von unsichtbar geschrieben? Hm, haben die. Aber ich sehe nix. Wir haben ja auch keinen Schaden gemacht, dadurch, dass wir. Leute, da ist hier. Da, haut drauf! Ich wollte die von hinten vögeln. Ja, aber das ist die Hexe, die kannst du nicht vögeln. Ja, irgendjemand hat aber gesagt, Sneaking Attack sehr effektiv, stand da. So, Leute, die wirft was! Leute? Oder. Ist die wieder da? Nee, aber da ist irgendwas geflogen. Irgendwas ist an dir vorbeigeflogen. Oh, hi. Nice, das geht ja wohl. Aber so viel Schaden hast du ja gerade auch fast gemacht. Das kann nicht sein, dass. So schwach kann die ja gar nicht sein. Die Peter, die ist noch nicht tot. Jetzt wollen wir mal nicht überheblich werden, wa? Jetzt ist sie tot. Nee. Aber Prey ist nicht slaughtered. Ach so. Jetzt kommt die zusätzlich noch. Lol. Oh Gott. Das kennen wir doch schon irgendwoher. Aber du darfst noch weiterleben. Ich kriege noch eine Chance. Ach komm! Ah! Oh oh. Gut. Wenn die dich jetzt wieder fängt, bist du weg. Lol. Die andere Hexe lebt wieder. Da hinten. Cool, dann heißt, da kommen jetzt auch zwei von den Viechern? Oh Gott. Das ist jetzt ein Problem. What? Der hat dich aus dem Griff rausgeschlagen, kann das irgendwie sein? Irgendwie schon, ja. Oh Gott. Ja, das war okay, weil du halt beide getroffen hast. Gut. Okay, die sind halt echt gar nicht... Oh Gott. Wenn du Glück hast, hat er dieses... Nein! Alter. No!
okay, ich bin tot. Jetzt war's das. Oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Doch, oder? Ja. Tot, okay. Ich hatte kurz noch Hoffnung. Okay. Die ist ja voll ein... Das hast du nicht gesagt, aber angedeutet. Naja, ich habe gesagt, so einfach kann die nicht sein, da muss noch was kommen. Ach so, meinst du das? Ja. Okay. Aber muss man die dann gleichzeitig kaputt machen? Ich habe am Anfang nur eine gesehen. Am Anfang war ja auch nur eine da. Ja. Dann hat man die platt gemacht, dann kam die andere wieder. Und dann hat... Aber die hat die nicht durch irgendeine Fähigkeit wieder zum Leben erweckt, die man jetzt quasi unterbrechen könnte oder so. Kam mir nicht so vor. Also die ist ja wiedergekommen, während ich mit der beschäftigt war, glaube ich, oder? Ja. Das war gerade kameratechnisch auch sehr praktisch. Eigentlich ein Hund? Ja, Hund und Hexe kommen dir jetzt entgegen. Uiuiui! Was hinter der gerade abgeht? Ich hab gleich keine Ausdauer mehr, kann nicht mehr rennen. Ja, die ist schnell wieder da. Ich will gar nicht wissen. Ich hätte jetzt gerne eine Taste, womit man einfach da hinten gucken kann, ja. Und nicht umdrehen, also sich nicht umdrehen muss. Da kommt immer hier hingelaufen. Was? Ihr seid ekelhaft! Bitte was? Das ist aber nicht nett. Das ist aber echt nicht nett. So, ihr könnt euch mal direkt wieder verpissen. Guck mal, da steht auch so ein Typi. Oh, cool. Wo ist die, Alter? Da. Ja, schon direkt Half-Life. Da hinten! Rechts auch? Naja, das ist der Typ. Achso. Aber da stand ja auch gar keiner. Guck mal, da ist sie! Da ist sie! Man, jetzt würde mich aber interessieren, ob das die gleiche ist oder ob das schon die zweite ist. Leute, das sind die. Es sind von Anfang an beide da. Du hast der nämlich jetzt keinen Damage gemacht. Vielleicht ist es sinnvoller, am Anfang erst noch die andere zu suchen, die jetzt auch erstmal in Frieden zu lassen. Weil die haben erst angefangen, ihre... Alter, ist der mal fertig, ey? Ja. Wow. Also, what the fuck? Den einfach mal auch direkt umgenockt. Das sah bei dir irgendwie... Also, die Geister oder was das sind, sahen bei dir irgendwie einfacher aus. Das hast du irgendwie besser gemacht. Aber okay, es sind tatsächlich von Anfang an beide Hexen da, aber du hast nur eine Leiste. Mhm. Die Frage, ob das überhaupt was bringt, der anderen auch einen in den Arsch zu ziehen. Ich werde es ausprobieren. Es kam mir nämlich mir so vor, als hätten die erst angefangen, ihre richtig starken Avia-Hammer-Dich-Fest-Angriffe zu machen, nachdem ich die erste einmal gekillt habe. Was du wisst, mein? Ja, ja. Wenn hier schon ankommt, die Hure. Die Hure von Baskerville. Alter. Okay. So, ja, das lief doch ganz gut. Ganz ohne Fiole da durchzukommen ist noch nicht so ganz drin. Aber das, was du hier gemacht hast, war ganz clever eigentlich. Warte. Kurz anzuficken, stehen zu bleiben und dann in eine Richtung zu rennen. Die hat uns gar nicht beleidigt. Ja, nur gesagt, sterbt. Der Rest stirbt, ey. Dumme Kuh.
Stirbt. Nicht stirbt. Achso. Ja, gut. So, unsere Blutdinger natürlich. Wir sind nicht viel sein. Wo ist die zweite? Konnte man aber optisch, glaube ich, unterscheiden. Die eine war, glaube ich, heller. Da ist eine. Lass mich mal hier bitte hinter dich. Ich mag dein Hinterteil. Ja, das ist die. Und jetzt kannst du der, wenn die jetzt da steht, kannst du ja noch mal ein paar Mal drücken. Sehr gut. Okay, pass auf. Mal gucken, ob das immer gleich ist. Vorhin wäre nämlich auch eine hier. Ja. Sehr interessant. Lass mich mal ganz kurz bitte. Ja, das ist nämlich jetzt die andere. Komm mal drauf. Und jetzt solltest du da weg. Yep, jetzt soll ich da weg. So, dich will ich jetzt nur ein bisschen anficken noch. Und jetzt suche ich wieder die andere. Ich meine, vielleicht sollte ich. Oh, da ist die andere. Jetzt muss ich hier wieder weg. Jetzt sollte ich vielleicht mal zwischendurch die machen. Das ist bei mir voll krass abgegangen. Da ist wahrscheinlich dann doch die Zweihandreichweite besser. Wahrscheinlich. So, jetzt haben wir das Problem, dass ich nicht weiß, welche davon die richtige ist. Hau doch mal. Oh, fuck. Okay. Vielleicht hätte ich nicht so hauen sollen. Jetzt muss ich schnell die andere finden. Da ist die andere. Nice. Oh, die andere ist fast tot. Die andere ist fast tot. Okay, jetzt kommen drei wahrscheinlich. Nein, nice. Das war der Boss schon. Das war richtig gut. Das war ja quasi perfekt, Alter. Und, ja, also lucky. Luckigerweise. Ja, weil die wirklich nur noch einmal angepupst werden musste. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Was haben wir jetzt da gekriegt von der? So, den Augapfel haben wir nur gekriegt, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt so krass. Wobei, haben wir einige von gekriegt. Na gut. Okay, die war nicht schwer. Nein. Dann geh mal tiefer rein in den Kaninchenbaum. Wobei das echt seltsam ist. Das Gebäude sah riesengroß aus und wir gehen jetzt erstmal nach unten. Ja, das stimmt. Da ist so ein. Da ist so ein. Was, wer, wie, wo, was bist du denn da? Friss dich jetzt. Alter. Ich wollte erstmal draufhauen. Wenn das ein NPC gewesen wäre. Ja, nicht wenn da so ein Item. Der sieht mir halt sehr gefesselt aus, wa? Ja, das stimmt. Wir können Runen benutzen! Oh mein Gott! Der wird bei Runen sein, oder? Hier wird er, glaube ich, sein. Runenschmied Carol, Schüler von Bergenworth, transkribierte die unmenschlichen Stimmen der Großartigen in das, was heute als Carol-Runen bekannt ist. Der Jäger, der dieses Werkstattwerkzeug wiedererlangt, kann Carol-Runen in den Geist ätzen, um ihre Stärke zu erlangen. Meister Willem Dafoe wäre stolz auf Carols Runen gewesen, da sie in keinster Weise auf Blut angewiesen sind. Ja, geil. Aber hier geht's nicht weiter. Da oben noch ein Gang? Da hat die Hexe den wohl zu Tode gefoltert. Die arme Seele da. Meinst du, dieser ganze Bereich war nur für dieses Runden-Ding? Wenn dann irgendwo weitergeht? Ich meine, du kannst. Was ist denn? Warum kann man eigentlich da hochlaufen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, selbst wenn ich da jetzt rüberspringen könnte. Kannst du auf der anderen Seite hochlaufen? Ja, richtig. Das ergibt keinen Sinn. Das ist nichts Besonderes. Ich finde das jetzt aber auch für den Kampf, den wir gerade hatten, jetzt nicht so entscheidend. Also was hätte dir das gebracht, da hochzulaufen? Nix. Außer, dass du noch weniger Freiheit hast, die Viecher da zu bekämpfen. Hm. Da hättest du deinen Charge-Angriff ganz gut machen können, aber... Gehen wir mal Runen benutzen, würde ich sagen. Aber hallo. Da haben wir ja einige von. Und Level können wir auch steigen. Wie viel können wir denn davon überhaupt
benutzen? Ich meine 3, wenn ich das richtig gesehen habe. Außer man muss die erst noch freischalten, aber da waren irgendwie 3 Rundplätze und irgendwie ein blaues Ding, was ich nicht verstanden habe. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Da rechts oben 3. Ah ja. Vielleicht ist einer freigeschaltet. Ja, das kann sein. Willkommen daheim. Was für. Nun gut, lasst mich. Tja. Dann müssten wir jetzt. Ja, Mann! Ja, wir können 3. Und das ist das Schwurgedächtnis. Aha. So, maximal tragbare Fionen plus 1. Maximal Kugeln plus 4. Mehr Blutechos von. Angriff. Physische Schadenreduktion 3%. Mehr Echos von gefallenen Gegnern. Temporäre. Mehr Echos. Erstmal mehr Echos, oder? Ja, finde ich auch ganz gut. Mehr tragbare Fiolen hast du jetzt genommen, oder? Nee, habe ich noch nicht genommen. Ach, plus 1 nur? Ja, okay. Genau. Was waren denn das andere? Tragbare Kugeln plus 4 zum Ballern. Physische Schadenreduktion oder Tempo. Ich bin ehrlich gesagt für See. Ja, immer See. Erbe, See, Mond. Ja. Klingt gut. Haben wir das jetzt angewendet? Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Haben wir da irgendwas Neues gefunden? Nö. Ah ja, genau, da hatten wir uns ja für den Stichschaden entschieden, richtig. Okay. Dann kann ich dich aber noch reparieren. Jetzt haben wir noch 4800 Seelen da. Mein Plan jetzt aber ist tatsächlich den nächsten Ghost Boss zu versuchen. Du kannst ja mal gucken, was man da so kaufen kann. Ja, genau. Handlatern haben wir schon. Guck mal, hier können wir kaufen. Ach ja, dann. Wurfmesser, Ölurnen, Molotow-Cocktails, Blutfiolen. Da haben wir nicht viele von. Tatsächlich würde ich einfach so machen. Weil die können wir einfach immer gebrauchen. Das heißt, mein Plan wäre es jetzt. Nächster Boss direkt. Ja. Gerne, gerne. Sag mir. Ich glaube, den habe ich ja mal probiert. Ja. Habe ich den schon mal probiert? War auch wieder sehr wendig, die Alte. Mhm. War nicht ganz so einfach wie gerade. Sah zumindest nicht so einfach aus. Mit den ganzen weißen Bandagen oder was das war, glaube ich, ne? Die dann im Wind wedeln. Mhm. Ein richtiges Biest. Was man sich so vorstellt, wenn man. Wie stelle ich mir ein Biest vor? So stelle ich mir ein Biest vor. Da kann ich eigentlich auch durchrennen. Seelen haben wir jetzt nicht mehr. Ja. Boom. Meinst du, dass wir die Hexe gekillt haben, hat irgendwas getriggert? Keine Ahnung. Ah, der je? Noch jemand, den ihr geschickt habt, hat es gesund und munter hierher geschafft. Ah, der Typ. Dieser Ort ist jetzt für so viele eine Zuflucht. Bin überglücklich, wirklich. Ihr habt mich nicht einfach ignoriert. Ich glaube nicht, dass da draußen noch jemand es wert ist, gerettet zu werden. Aber ihr habt getan, was ihr konntet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Fantastisch, wirklich. Nicht, dass ihr ein Jäger seid, sondern dass ihr ihr seid. Das lässt mich hoffen, dass ich, wenn der Morgen graut, vielleicht neu anfangen kann. Es lässt sich jetzt alles leichter ertragen, versteht ihr? Ihr habt mein Leben leichter gemacht. Danke. Wenn ich bitten darf, gütiger Jäger, wenn die Nacht der Jagd vorbei ist, könnten wir dann vielleicht Freunde werden? Ich weiß, ich verdiene das nicht, aber naja, ich musste das einfach fragen, wisst ihr? Ungewöhnlich, ja. Vermutlich, aber. Denkt darüber nach, wenn es euch nichts ausmacht. Der stellt sich gerade an, als hätte der uns gefragt, ob wir mit ihm gehen wollen. Mhm. Wenn die Nacht denkt darüber. Okay. Haben wir überhaupt nochmal mit der Nurse gesprochen? Ja, haben wir, ne? Mhm. Wo ist er denn? Die chillt ein bisschen. Ja, steh mal auf hier. Habt ihr nochmal? Vergebt mir.
Okay. Ich weiß jetzt nur ehrlich gesagt nicht, wie wir noch stärker werden können. Ja gut, ist nur Softcap, ne? Also wir werden schon noch stärker, wenn wir Geschick erhöhen. Ja, aber es ist halt immer nur ein Punkt. Aber wir werden stärker. Sehr deprimierend. Ein Punkt. Rechts. Jetzt mal nicht übertreiben, mein Freund. Da ist er. Da ist der Junge. Da kann man sogar ganz gut hinrennen. Jawohl. Das ist mal ein großes Tor. Hallo. Wir haben keine Ahnung, was die Vikarin Amelia eigentlich macht. Außer wir durch die Gegend springen. Aua! Achso, die hat schon eine gute Reichweite. Okay, die kann auch so einen Tritt nach hinten machen. Oh shit. Ja, du bist tot. Das ging schnell. Wow. Das war echt krass. Die hat einen Angriff nach hinten. Die hat Reichweite. Die ist schnell. Die kann springen. Was zur Hölle, ey? Klingt wie ein Ausdauerkampf. Yay! Ausdauerkämpfe sind immer so geil, weil du bist mega angespannt, weißt du? Oh, die hat nicht mehr viel Leben, dann verkackst du, weißt du? Ja. Oh. Das ist richtig. Aber wenn du dann schaffst. Ist mir mal aufgefallen, wir haben bis jetzt 4 Bosse gemacht, ne? Ja. Bisher hast alle du gemacht. Im Ernst? Ja. Du hast jeden Boss gelegt. Ich war bisher zu doof. Deswegen, meine Chance. Jetzt! Rise and Shine! Riddick. Riddick? Ja. Rise and Shine, Riddick. Also das gibt's natürlich öfter, das Zitat, aber das kam mir so vor den Kopf. Achso. In dem neuesten Riddick-Film, der so richtig bescheuert ist. Den habe ich im Kino gesehen. Ja, Mann. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß im Kino gehabt. Es war so geil einfach nur, weil wenn man sich dann so denkt, okay, die Sprüche sind alle gewollt und die sollen so B-Movie-mäßig sein und alles. Das war so geil einfach nur. Hast du, Ich dachte gerade, der hat mich auf. Hast du Guardians of the Galaxy mal auf Englisch geguckt? Nee. Ah. Warum? Das ist ganz cool, weil Vin Diesel synchronisiert da auch Groot. Er macht da ganz gut. Ha! Er hat auch so viel Text dann auch. So! Ich glaube, die ist am Anfang ein bisschen gestunt, weil die dann auch so durch die Gegend schreit. Ich weiß nicht, ob dann. Nee. Ich glaube, das reicht nicht. Na, jetzt ist es der Tanz ist zu. Oh, oh. Oh, was? Geh nach vorne! Das ist zu spät. Ja, jetzt ist es zu spät. Aber. Das hat mich jetzt auch verwirrt nach einem. Nee, das war jetzt nicht so Falle. Nicht in die Vagina stechen. Das hat wehgetan, dem, glaube ich. Die, guck mal, die wird auch. Die kriegt doch so rote Bandagen, oder? Ach, scheiße, die schießt. Ach, ja, das habe ich ja vergessen, ja. Die sich gerade geheilt. Lol. Noch getroffen, nice. Achtung! Ja, jetzt kannst du wieder vorne. Oh Mann! Zu spät. Ich sehe nichts. Du lebst noch? Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Er hat sich echt ein bisschen Schuhe. Nice. Ich glaube, die mag das nicht so auf die Patschern. Was? Das war jetzt ganz ärgerlich. Martin, ne?
Das war auch ärgerlich. Ach, das hat nur... Nein, 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 nicht gierig werden. Das ist so viel Ausdauer. Jawohl, was ein easy Bosskampf. Die war echt gar nicht mal so schwer. Beziehungsweise. Vor allem, wenn ich dann nicht nur noch versaut hätte, das Konterding an, dann wäre ja noch einfacher gewesen. Okay, cool, hab ich auch mal einen Boss gelegt. Goldanhänger. Was kann sagt denn der Goldanhänger? Der ist doch bestimmt hier irgendwo. Oder vielleicht auch nicht. Da! Vikarin Amelias Anhänger. Erhalte Blutedelstein. Anhänger von Vikarin Amelia. Zur Verwandlung in einen Tropfen Blutedelstein genutzt, der Waffen verstärkt. Dieser Anhänger, der von Vikarin weitergereicht wird, die der heilenden Kirche vorstehen, erinnert an das warnende Sprichwort. Berühre den Altarschädel, um das Sprichwort zu enthüllen. Das Sprichwort, das ist wahrscheinlich das Passwort. Könnte das Passwort sein, ja. Guck mal hier, Seelen. Ganze 198. Ja. Ja, Moment, erst die Lampe anziehen. So, dann müssen wir den jetzt verwenden, um das Altarpasswort zu kriegen, oder? Nein, wir müssen noch mit dem... Das Altarpasswort? Nein, wir müssen mit dem Altarschädel interagieren, glaube ich, um... Weil da ist ja so ein Schädel da auf dem Altar. Aber wir das halt verwenden können. Ja, dann kriegst du halt einen Blutedelstein noch für in die Waffe. Meister Willem. Ich will mich verabschieden. Oh, ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr? Mich betrügen? Nein, aber ihr hört nicht zu. Ich schwöre, das Diktum gilt für mich. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut, vernichtet vom Blut. Unsere Augen sehen noch nicht. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen.